Yo, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, es ist soweit. Heute gibt es das Nachfolgervideo von der Hacienda-Tour von letzter Woche. Und zwar, heute dürft ihr auch den Geburtstag an sich, die Party, die Feier an sich zu Gesicht bekommen. Und ich möchte gar nicht so viel sagen, einfach nur kurz zwei, drei Infos, damit ihr Bescheid wisst. Also, die Party war mega geil. Ich muss auch sagen, das Publikum war einfach mega. Ich kannte natürlich ein paar, aber auch viele nicht. Und wir konnten eigentlich alles spielen. Ich habe angefangen mit bisschen 70er, 80er, dann ging es Richtung 90er, dann Modernes und später dann auch noch richtig fetzig. Wir haben Rockrunden gemacht, wir haben auch teilweise viele ja, Hausrunden gemacht, EDM, Big Room und so Kram. Wie viel ich da alles reinschneide, weiß ich noch nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall einiges zu Gesicht bekommen. Aber wie immer gilt, ab einer gewissen Uhrzeit läuft die Kamera nicht mehr mit. Aber Freunde, ich habe das Einverständnis bekommen und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Szenen. Das ist eine richtig geile Party gewesen und dann auch in dieser coolen Location. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Wer die Tour durch die Hacienda noch nicht gesehen hat, der kann jetzt hier oben draufklicken auf das i und dann kommt ihr zu der Tour und auch da erfahrt ihr ein bisschen was über die Historie. Über diesen Laden, das ist nämlich ein Kultladen, Pirmasens, ein alter Laden aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Also am besten erstmal das Video anschauen und dann hier die Party. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß bis nach dem Intro und let's go!
Freunde, wie ihr seht, es war eine richtig fetzige Party und es ging auch noch ein bisschen länger als 2 Uhr. Wir haben noch, sage ich mal, als der größte Teil der Gäste gegangen sind, haben wir noch eine Aftershow-Party gemacht, so mit dem harten Kern. Und ich sag mal so, das Geburtstagskind steht auch eher auf moderne Beats, also House und halt Big Room, halt alles so rund um EDM, auch ein bisschen Hardstyle und so weiter. Und genau, da haben wir, sag ich mal, den ganzen anderen Kram, 80er, 90er, natürlich feiert sie auch, aber so gegen Ende haben wir dann halt eher dann ihren Kram gemacht und da ging es dann nochmal auch nicht zur Sache. Aber habe ich die Kamera weggelassen, weil ich sag mal so, wie gesagt, da war es schon nach 2 Uhr und am bestimmten Punkt lässt man die Kamera auf jeden Fall dann in der Tasche. Aber Freunde, ich denke, es hat euch gefallen, war auf jeden Fall ein bunter Musikmix und ich habe auch noch gar nicht alles reingeschnitten. Aber jetzt sind wir auch schon bei gleich 10 Minuten und ich denke, das passt auf jeden Fall. Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer DJ Elias. Ciao!